Der Uff-Sound wurde in Roblox entfernt. Falls ihr es nicht wisst, was ich meine, der Uff-Sound ist das, wenn ihr an einem Block stirbt, was dann für ein Geräusch kommt. Oder auch beispielsweise, wenn ihr auf Charakter geht und auf Zurücksetzen, dann kommt der Uff-Sound. Den gibt es schon unfassbar lange, den gibt es eigentlich schon immer. Das heißt, alle von euch kennen ihn. Leider wurde der jetzt aus rechtlichen Gründen entfernt. Wieso und weshalb gehen wir in diesem Video drauf ein, weil es das einfach in Deutschland noch nicht so wirklich dazu Videos gibt. Und daher machen wir das jetzt. Also, was ist passiert? Der Uff-Sound wurde in Roblox wegen rechtlichen Gründen entfernt, weil es da zu rechtlichen Streit kam. Der Uff-Sound ist nämlich nicht von Roblox selbst, sondern von einem Spiel namens Messiah. Und der Creator von diesem Spiel hat jetzt Roblox schon vor etwa drei Jahren schon dafür, ich sag jetzt mal, etwa angezeigt. Also halt gedroht mit rechtlichen Strafen, dass wenn Roblox ihn nicht dafür bezahlt, dass sie seinen Sound benutzen, dann müssen die Menschen ihm viel Geld zahlen, dass sie es weiter benutzen dürfen, oder sie müssen ihn entfernen. Irgendwie ging das so ein bisschen unter. Es gab schon vor mehreren Jahren auch viele Videos dazu mit, wird er es entfernt, wann würde er entfernt und so weiter. Und es ist dann alles wieder so vergessen gegangen, weil es ist nichts dazu mehr passiert. Aber jetzt kamen halt wieder neue Sachen. Und zwar, es ist jetzt soweit, dass er wirklich entfernt wurde. Ich werde jetzt auf jeden Fall das nochmal einblenden, den Uff-Sound. Es gibt jetzt nämlich auch den neuen Sound, den zeige ich euch gerne jetzt auch mal kurz hier, wenn ich jetzt hier eh schon stehe. Der hört sich unfassbar schrecklich an, leider. Da hört ihr ihn schon. Und wenn wir uns jetzt auf Zurücksetzen machen, es hört sich schrecklich an. Also es tut mir leid. Ich hoffe, das haben jetzt alle gehört von euch. Es hört sich einfach nicht schön an, schade auf jeden Fall, aber Roblox hat auch schon angekündigt, dass die gucken werden, dass die im Avatar-Shop ein neues Abteil machen, wo die dann machen, dass du dir eigene Sounds machen kannst, also wahrscheinlich ganz viele verschiedene Sounds nutzen kannst, vielleicht wirklich sogar eigene, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Es ist halt einfach wirklich unfassbar blöd, dass das jetzt halt passiert ist, weil ganz ehrlich, das ist halt so... Ich weiß, ihr kennt ja alle wahrscheinlich diesen einen Uff-Meme, wo der Junge an dem Spielplatz sitzt und dann Uff sagt, der das halt so unfassbar gut konnte. Und ja, und das wurde jetzt halt, muss ich nachher entfernt werden, es ist dies drin. Es ist halt ein bisschen schade, Roblox hat dazu auch mehrere Sachen auf Twitter halt geschrieben, wo die halt einmal geschrieben hatten, dass sie ihn entfernen muss wegen rechtlichen Gründen, sowie dass sie das halt auch dann auf jeden Fall ersetzen werden mit verschiedenen anderen. Ich denke deshalb auch, dass der jetzige halt einfach nur so provisorisch da ist, weil die halt einfach neue brauchen, das wahrscheinlich jetzt sehr schnell machen mussten, weil diese rechtlichen Dinger gehen ja dann manchmal richtig schnell so, worauf du da nicht vorbereitet bist, und daher denke ich, wird das halt sein. Ja, das heißt, ihr könnt auf jeden Fall gerne alle nochmal in die Kommentare schreiben, RIP auf. Ist halt wirklich schade, dass es entfernt wurde. Ich denke auch, dass der nicht jetzt irgendwie mit nochmal kommt, das heißt, dass du den nicht benutzen kannst, weil... Das könnte ja wieder zu neuen rechtlichen Sachen führen. Vielleicht irgendwas ähnliches, aber nicht mehr das gleiche. Das heißt, das werden wir für immer vermissen müssen. Egal. Trotzdem hoffe ich, du hattest ein informatives Video, dass ihr nicht mal so verwirrt seid, warum der weg ist und so weiter, sondern dass es ein bisschen mehr Sinn macht. Sonst könnt ihr gerne auch ein Abo und ein Like da lassen, falls ihr solche kleinen Infovideos auch in Zukunft nicht mehr verpassen wollt. Und dann hoffen wir einfach mal das Beste für die neuen Sounds in Zukunft, dass sie auch richtig gut werden. Also, das war's mit dem kleinen Infovideo. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.